Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Albina und in diesem Video geht es darum, wie bereite ich vor eine Leinwand für ein Puringbild. Und nach dem Intro geht es weiter. So, ich habe heute ein Leinwand ausgesucht, das ist 24x30 und für die Puringbilder, ich persönlich, das ist immer Geschmackssache, nehme ich Leinwand, der ein bisschen dickere Seite hat. Ja? Es gibt so 2 cm, ich nehme immer 3 und die Leinwände sind meistens mit Folie eingepackt und ganz viele Kunden, die zu mir kommen, sie fragen immer, Albina, wozu sind diese Holzecken da? Ja? Es ist wichtig zu wissen, dass egal, ob wir ein Puringbild machen oder ein anderes Bild, es ist immer wichtig, dass unsere Leinwand so ein bisschen stramm bleibt. Ja? Und bei Puring ist das extrem wichtig, weil wenn der Leinwand nicht so gut angezogen ist, dann gießen wir hier die Farbe. Das ist für so ein kleines Leinwand, haben wir 300 Gramm Farbe. Und dann entsteht hier so wirklich eine sozusagen Beugung. Um das zu vermeiden, brauchen wir diese Keile und da sind meistens 8 Stück und wichtig zu wissen, wenn er das neu ist, für die alte Hasen ist das nicht relevant, aber für die neuen, es gibt es in Leinwand immer 2 Löcher, eine unten, eine oben und wir fangen immer mit Loch unten, es ist einfach einfacher und eine Seite von der Keile ist gerade und die sollte praktisch zu Holzkante kommen, ja, und ich gucke jetzt. Hier ist der Loch unten da, dann packe ich das dann da rein und der zweite, der geht dann oben auch so gekreuzt da runter. Ja? Und genauso bei allen 4 Ecken, erstmal unten, dann oben. Und wie gesagt, das ist nicht nur für Puringbilder ist das wichtig, das ist auch wichtig für alle Bilder, weil mit der Zeit wird Holz, wenn Holz trocknet, wird er auch ein bisschen die Feuchtigkeit geht verloren und dann wird der Leinwand immer sozusagen nicht mehr so stramm. Deswegen ist es immer wichtig, die kahlen Hinden zu haben und dann ist das noch nicht die Ende, dann brauchen Sie so einen Hammer und Sie sollen das dann halt leicht die reinklopfen, ja? Und bitte vorsichtig, weil ich hatte das einmal so geklopft und da war das Loch in Leinwand. Naja, alles, was man erlebt in Kunstleben. Deswegen vorsichtig sein und nicht zu stark klopfen, sonst ist das auch weniger ist mehr. Und sieht er, das ist jetzt noch mehr, noch besser eingestammt. Und wenn er merkt, nee, da gibt es noch ein bisschen Potenzial, dann könnt ihr noch ein bisschen klopfen, ja. Das ist so halt das Erste. Die Sache. So, die Keilen sollen ein bisschen versitzen und wenn er mit der Zeit merkt, Leinwand wird wieder locker, dann könnte man das wieder ein bisschen reinklopfen. So. Jetzt ist aber gut, mehr brauche ich nicht. Und dann drehe ich mein Leinwand und ich habe Tesafilm. Es ist egal, welche Tesa ihr nehmt, das ist so wirklich irrelevant. Und wir kleben die Ränder mit Tesa. Dafür werdet ihr auch die Schere benötigen. Es ist auch eine Geschmackssache, ja. Man kann das abkleben, muss man nicht. Aber wenn die Ränder abgeklebt sind, dann bleibt die Farbe, hier habe ich ein fertiges Puringbild, dann ist die Farbe bleibt praktisch an dem Tesafilm und wenn wir das abkleben, ich habe hier einige Sachen vorbereitet, dann haben wir wirklich saubere, hier haben wir unser tolles Bild und auf der Rückseite haben wir saubere Ränder. Ja, so. Abschneiden, abkleben und so könnt ihr mehrere Leinwände vorbereiten, Farben mischen und dann mit Puring viel, viel Freude haben.
weil Vorbereitung spielt im Pudding eine, naja, sehr wichtige Rolle, weil da kommt noch ein Trick, was im Pudding wichtig ist. Ich habe jetzt alles geklebt und mein Pudding-Bild, deswegen nehme ich auch mit Farbe, zeige ich euch, damit ich das puren kann, sollte ich meine Hände nach unten immer schieben. Ja? Und so, wenn ich kleine Beinchen habe, kann ich meine Hände immer unten schieben. Und was passiert, wenn ich das vergessen habe? Ups, da komme ich auf die Farbe, weil die Ränder von Leinwand werden auch gepurt. Und wenn ich keine Beinchen habe, dann kommen sie auf, ja, auf die Seitenrand. Ja, dann ist es immer schade, dass der Rand nicht so schön aussieht. Deswegen, dafür benutze ich Büroklammer, heißt das ja, denke ich mir, so Knöpfe. Und stecke ich einfach rein. Und wie ihr seht, meine sind schon ein bisschen bunter. Das heißt, man kann sie immer wieder verwenden. Ein bisschen nachhaltiges Pudding. Und ich stecke die nur ein bisschen so rein. Und dann werden wir wieder Hammer benötigen. Manche Hölzer sind weicher, manche Hölzer sind ein bisschen stärker. Aber am Anfang so ein bisschen rein drücken und dann Hammer nehmen und ein bisschen klopfen. Wichtig ist, dass ihr versucht, dass eure Beinchen gerade stehen. Ja? Weil wir brauchen wirklich ein gerades Bild. Und wenn er das auf den Tisch stellt, dann muss er so ein bisschen überprüfen, dass unsere Leinwand so wirklich auf dem Tisch steht. Und wie ihr seht, hier ist das nicht so ganz der Fall. Da muss ich da noch ein bisschen klopfen. Dann sollte es jetzt passen. So, noch nicht ganz. So. So, jetzt steht das. So, so ist unsere Leinwand für das Pudding-Bild fertig. Und in verschiedenen Techniken macht man ab und zu mit Kissen, ab und zu bereitet man das anderes vor, aber das ist in anderen Video. Das war alles für heute mit dem Thema, wie bereite ich meine Leinwand für die Pudding und auch natürlich für die anderen Bilder. Und wenn es euch meine Video gefallen hat, dann abonnieren Sie meinen YouTube-Kanal und hinterlassen Sie vielleicht einen Kommentar, was würden Sie gerne noch auf meinem YouTube-Kanal sehen und welche Themen interessieren euch. Bis bald, eure Albina.